Das ist quasi Skyblock, nur halt in ultra ultra schwer, also eine Hardcore-Quest heißt das. So, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Projekt hier auf LPLente. Und zwar doch wieder ein Minecraft-Projekt. Ich habe jetzt eigentlich gesagt, ich mache keine Minecraft-Videos, also generell Let's Plays. Aber ich habe das Modpack hier gefunden und dieses Modpack hat mich einfach nur umgehauen. Und ich dachte, das muss ich einfach zeigen. Und zwar ist das Modpack Agrarian Skies. Das gibt's im Feed the Beast Launcher. Ja, ich habe mir jetzt Optifine reingehauen, damit das Ganze so ein bisschen flüssiger läuft. Und das ist quasi Skyblock, nur halt in ultra ultra schwer, also eine Hardcore-Quest heißt das. Und wir haben hier erstmal schon zwei Bücher im Inventar, hier eine Kiste und ein kleines Häuschen. Ich habe das auch geguckt bei anderen YouTuber und da dachte ich schon, ja gut, das musst du auch erstmal zocken. Und darum kenne ich jetzt schon so ein paar Secrets. Und zwar ist hier unten eine Kiste mit 7 Dirt. Weil Dirt ist so das Wertvollste, ist fast wertvollste in diesem Projekt am Anfang. Und ihr werdet euch sicher fragen, Nanu, Sounds sind an. Ich kann es nochmal zeigen, ob denn Sound Music ist aus, weil ich habe ja eigene Musik, wie ihr hört. Und ich höre den Regen nicht. Und das liegt daran, dass wir... Ich nehme erstmal alles aus der Kiste. Ihr seht, hier sind ein paar Setzlinge, 3 Stacks Knochenmehl. Und das packe ich wieder zurück. Das haben wir schon. Die Bücher, die gucke ich eigentlich so ziemlich nie rein. 8 Flint brauche ich jetzt auch nicht. Und erstmal nur den Eichensetzling. Und zwar haben wir einen Rain Muffler. Gib ihn mir bitte. Danke. Und was macht ihr? Ihr seht hier, Remove Magic Wool from Your Ears. Und wieder rein. Also das packt so eine magische Wolle in unsere Ohren, dass wir den scheiß Regen nicht hören, weil der nervt. Okay, dann öffne ich erstmal das Questbook und es laggt. Standbild. Abgelehnt. Der hätte uns jetzt hier den ganzen Text vorgelesen. Naja, wenn ihr das wissen wollt, hier haltet ihr kurz an, das Video. So, erste Seite. Ah, komm, haltet einfach an. Ich habe da keinen Bock jetzt drauf, weil wir wollen ja zocken. Und hier Lifts, das heißt, wir haben jetzt mit 2 Herzen. Wir können zweimal runtersterben. Genau. Und wir fangen einfach an mit Learning to Skyblock. Using the book. Craft a wooden plank. Und dann haben wir hier dieses Questbooks, da können wir die Aufgaben erledigen. Und dann kriegen wir die Rewards, das bekommen wir. Also Pickaxe of Sprints, of Dreams und den Apple. Also fangen wir an, wir packen erstmal die heilige Erde hier in die Kiste. Nehmen den Setzling und das Knochenmehl und dann... Los! Okay. Jetzt haben wir schon den ersten Baum. Das heißt, wir brauchen erstmal Setzlinge. Nee, halt, wir machen das anders. Wir bauen erstmal Holz ab, kriegen dann die Quest. Und es gibt das heißt Crook, damit kann man so Blätter abbauen und da kriegt man eventuell, also man kriegt auf jeden Fall mehr Setzlinge und man bekommt auch solche Würmer, aber darauf gehen wir nachher ein. Questbook, wir haben es abgeschlossen, Claim Reward. Dispo-Tool. So, Select Task, Manual Submit, 100% Claim Reward. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Quest-Dealer, keine Ahnung, System. So, das habe ich jetzt erstmal hingesetzt. Keine Ahnung, was das jetzt bringt. The QDS. So. Use the hopper from the starting chest to feed planks into the QDS. Okay. Also sollen wir da den Hopper nehmen. Und hau den mal hier drauf. Dann müssen wir, soweit ich weiß, hier... Newbound. Ja, gut. Und jetzt... Füttern wir den mit Holz. Und jetzt sollte die Quest abgeschlossen sein. Wir haben vergessen, Select Task zu drücken, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, jetzt kommt dieser Pilz. Keine Ahnung, ich bin kein Mario-Fan. Keine Ahnung, wie der heißt. So, no help given. Give the hopper back, you don't get to keep it. Make sure you break the pickaxe. Okay, dann breaken wir den mit der Pickaxe. Warte, haben wir Select Task gesagt? Oh, falsches Buch. Ah, Select Task, so. Gib mich mal der Hopper. Dankeschön. Questbook, Menu Submit, wir haben ihn und möchten Full Heart auf jeden Fall.
diese Reward Bag, da kommen dann zufällige Items raus. Teilweise kann da richtig geiler Scheiß rauskommen. Manchmal kommt auch der sinnloseste Müll raus. Aber ich finde so ein Full Heart, das gibt es jetzt eigentlich nur am Anfang, soweit ich weiß. Und das heißt, wir haben ein Leben mehr, wir können einmal mehr runterfallen. Und das ist sehr wichtig. Und ich bin inkompetent, wir bekommen das Bag auch. Darkwood Sapling, okay. Ne, weil später kann man das nämlich auswählen, die ganzen Sachen, was man haben möchte. So, Darkwood Sapling hauen wir erstmal hier rein. Ne, das Bowman gibt's mir wieder. So, was haben wir als nächstes? Zurück. Beginning. Oh mein Gott, okay. Hier seht ihr diese Crook, die müssen wir jetzt machen. Und darum. So. Dann haben wir das Crafting-Table rein, bekommen die Crafting-Station. Die hat den einzigen Unterschied, dass man jetzt, wenn ich hier zum Beispiel die Woodplank reinlege und rausgebe, das bei einer beim Crafting-Table raushauen, hier bleibt das drin liegen. So. Noch schnell das Holz hier sammeln. Ich weiß gar nicht, die Blätter, die spawnen, glaube ich, nur wenn... Oh, Black. Wenn der Stamm komplett weg ist, soweit ich weiß. Und jetzt machen wir erstmal Sticks draus und die Crook bauen wir so. Bauen wir gleich zwei, weil die ist sehr wichtig eigentlich. Da bekommen wir sehr viele Setzlinge und die Setzlinge sind später auch nochmal wichtig, aber das werdet ihr dann noch sehen. So, dann hoffen wir, dass wir schon ein paar Setzlinge rauskriegen, auch wenn das jetzt am Anfang... Ah, da haben wir's. Hier seht ihr einen Silkworm, wenn ich den mal in der Hand halte. Der hat sogar eine Animation, finde ich mega witzig, das Ding. Ja, da kommt Setzlinge, schön. So. Hauen wir das Holz auch ab, weil wir müssen jetzt den ganzen Kram aus dem Holz rausmachen. So, den bauen wir noch ab und dann machen wir erstmal die Quest zu Ende, dass wir das ganze Holzzeugs machen. Da weiß ich genau, wie man das macht. Also, das ist auch nicht allzu schwer jetzt hier am Anfang. Später werden die Quests dann viel schwieriger. Und jetzt haben wir schon 4 Setzlinge. Und ich werde die ganze Zeit im Projekt jetzt versuchen, nicht zu sprinten, weil was das größte Problem ist in diesem Modpack, ist eigentlich, dass man Hunger hat. Weil man kriegt extrem schnell Hunger und wenn man jetzt was isst, zum Beispiel so ziemlich jedes Gemüse quasi, macht nur ein halbes Herz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gebratenes Fleisch nehme, das macht nur ein, ach Herz nicht, macht nur eine so eine Hungerkeule. Und darum ist Essen ja eigentlich so das Wichtigste mit dem Projekt, dass man da sich auch schnell drum kümmert. So, wir machen jetzt erstmal Holz und ich bin dumm, weil wir brauchen einen, so eine Planke, also nicht, so, nicht Planke, sondern so einen Stamm. So. Gib mich das Stamm. Danke. So, dann nehmen wir das. Dann brauchen wir Sticks. Und machen erstmal 3 Blank Pattern. So, dann bauen wir noch ein Crafting Table. Okay, jetzt haben wir das erste raus. Da machen wir hier das Blank Pattern drüber, kriegen wir die Tool Station. Dann nehmen wir das, kriegen wir Part Builder. Und wenn wir das Ganze so anordnen, bekommen wir den Stencil Table. So, dann brauchen wir für die Quest, wenn ich mich nicht irre, noch eine Kiste. Wir machen lieber gleich 2, obwohl das Holz nicht reicht. Ist aber nicht schlimm, wir können ein neues holen hier. So, das machen wir hier, weil sonst müssen wir den ganzen Kram wieder rausnehmen, was nicht cool ist. Und so, Kiste zu Ende. Und jetzt gucken wir ins Questbook. Wir brauchen noch ein Oak Barrel. Die Dinger sind auch ziemlich wichtig nachher noch. Wir brauchen nochmal Holz, ist aber frech, finde ich. Erstmal die Blätter wieder abmachen, um neue Setzlinge zu kriegen, auch wenn wir noch 8 Stück haben, aber ihr werdet ihn nachher sehen. Ich weiß nicht, ob ich das die Folge noch schaffe. Wie lange geht das jetzt schon? Wir sind jetzt bei 10 Minuten ungefähr.
Was ich mich manchmal frage, ist, ob es jetzt so im richtigen Leben auch möglich wäre, zum Beispiel abgeschottet jetzt in, auf irgendeiner Insel oder so. Wir essen schnell den Apfel. Abgeschottet auf einer Insel irgendwie zu überleben, was schon ziemlich interessant wäre. Man bräuchte ja erstmal eine gute Nahrungsquelle, die auch schnell sich irgendwie wieder regeneriert. Und ja, vielleicht Algen, weil die so regenerieren sich sehr schnell. Und okay. Axe of Despair, the Pen of Destiny. Ich nehme die Pen, weil die hat, glaube ich, Auto-Repair drauf, wenn ich mich nicht irre. Und wir kriegen 10 Äpfel und so ein Reward Back. Hier steht Pick 1, das heißt, wir können 1 wählen. Ich habe Reward. So, jetzt stellen wir den ganzen Kram hier mal hin. Das kommt hier hin. Ich baue mal hier diese Leisten ab, weil die nerven ein bisschen. Super, okay, nehme ich gleich den ganzen Block. So, und jetzt noch hier drüben. Und dann stellen wir diese ganzen Table erstmal drauf. Das dauert aber so lange, bis wir die brauchen können. Also ich habe es im Singleplayer jetzt noch nicht einmal geschafft, die überhaupt zu benutzen. Weil wir erstmal eine Smeltery dafür brauchen, also eine Schmelze. Und das braucht schon ein bisschen lange, um die zu bauen. So, okay, jetzt haben wir erstmal hier die 10 Äpfel und gucken erstmal, was im Reward Bag ist. Ich stelle mich da mal gleich an die Kiste, weil es kann auch sein, dass wir, was weiß ich, 16 Stück Glas von jeder Farbe kriegen oder von jedem Holz. Butterfly Fisch, na toll. Ich weiß nicht, was man damit macht. Für mich ist das sinnlos, aber irgendwie leben die über Lifespan, Fertility, Productivity. Also irgendwas kann man damit machen. Ich muss gucken, was das ist. Also, keine Ahnung. Wir gucken jetzt im Questbook, was wir als nächstes machen können. Musazil, genau. Und einmal kriegen wir jetzt hier diese Carrot Seeds oder Seeds, da können wir uns einwählen. Ich nehme immer die Carrot Seeds, weil die finde ich am effektivsten, um Nahrung ranzuschaffen. Und wir müssen jetzt erstmal Strings uns besorgen. Und dafür habe ich eine Idee. Das werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Ich werde das Ganze jetzt vorbereiten. Und zwar mit Holz mache ich mir hier hinten. Ihr könnt, ich zeige euch das mal. Hier hinten eine Plattform, eine große mit Erde. Was das Ding kann, weiß ich nicht. Road. Ah, okay, doch, ich weiß es. Das ist so ein Block, der ist ziemlich schnell. Und wenn man da rankommt, läuft man viel schneller. Ich kann auch hier gerne mal gucken. Price to Road, keine Ahnung. So, wir haben hier halt die Wasserquelle, eine unendliche. Da, wir können auch mit diesen Barrels hier, diesen Fässern, können wir Regen auffangen, um Wasser zu bekommen. Aber was ich mache, ich schmeiße jetzt hier erstmal die Saplings rein. Und so, wir haben noch 3 übrig, okay. Und das Ding macht nichts anderes, als diese Blätter, die Setzlinge zu kompostieren. Und ich glaube, so ziemlich jeder weiß, was ein Kompost macht. Der haut da jetzt Erde raus. Aus dem biologischen Krimskrams. Und wir brauchen eine neue Crook. So, okay. Und das war's dann auch gleich mit dieser Folge. Ich baue den Baum jetzt noch komplett ab. Guck, was wir jetzt noch rauskriegen. Zeige ich noch schnell, dass da Erde jetzt rausgekommen ist. Und dann sind wir schon bei 15 Minuten. Was dann noch reicht, finde ich, für die Folge, für eine Folge. Die schneide ich jetzt noch, lade die hoch und dann kommt, was weiß ich, morgen, übermorgen oder nur einmal die Woche eine neue Folge. Kommt drauf an, wenn ich Lust drauf habe, das zu zocken. Okay. Ihr seht, jetzt ist hier ready, Dirt. Können wir jetzt Erde rausnehmen, jetzt haben wir einen Block Erde bekommen. Haben wir auch mit hier in die Kiste. Also, so wertvoll ist Dirt jetzt nicht wirklich, aber im Vergleich zum normalen Spiel ist es einfach Gold wert. Okay, ich habe das Herz jetzt schnell gegessen. Das heißt, wir haben das jetzt bekommen. Wir können jetzt dreimal sterben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also, es gefällt euch das Projekt. Wenn ihr wollt, ich habe den Link zur Beschreibung des Modpacks in der. Den Link zur Beschreibung. Nein, den Link zum Modpack in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, mich abonnieren oder wer mich schon abonniert hat, erstmal danke, dass ihr überhaupt einschaltet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.